Und damit seid gegrüßt mit den Zwergen-Gnomen und zu Technodon zu einem neuen Pracht. Samalmara mit dem Zwergenfürst. Seid gegrüßt. So, na dann. Dann wollen wir mal ernten. Als allererste Amtshandlung heute. Mal den Salat ernten. Baumwolle ernten. Für wen war gleich noch der Salat? Das war, glaube ich, auch eine Sidequest, die wir erledigen müssen. Ja, es geht weiter mit den Sidequests. Das Problem, was wir immer noch haben, ist, wir wissen nicht, wie wir tauchen können. Vielleicht finde ich das ja noch aus. Heute. So, haben wir was zum Sehen? Natürlich haben wir nichts zum Sehen. Das finde ich immer noch blöd. Wieso können wir eigentlich den Salat nicht nochmal neu? Wir haben doch jetzt ein bisschen Salat geerntet, oder? Wir haben doch jetzt 13 Salatköpfe. Warum können wir nicht 5 davon einpflanzen und daraus dann... Ich verstehe es nicht, also, naja. Die Kiste auch nicht. Wer braucht denn hier Salat? Schauen wir mal... Questzellung. Wir haben immer noch kein Geld. Okay, er brauchte Salat. Aber wo kriegen wir rote Beete her? Eine rote Beete brauchen wir noch für seinen Salat. Und da brauchen wir auch Zwiebeln. Ja, unter Umständen könnten wir uns ein bisschen Geld sammeln und die Samen kaufen. Die Samen sind einigermaßen billig. Die kann man kriegen. Das ist, ja, die Früchte selbst sind nicht so teuer, aber die Samen, die dafür, die kann man kriegen, das ist erreichbar. Schaut so aus, als ob wir heute mal mehr rumspannen. Ja, die Störung. Muss ich wieder reinkommen. Okay, das ist nur ein Köder-Dingens. Wir müssen mal vor sie gehen und ein bisschen Geld einsammeln. Fässer kaputt machen und Geld sammeln. Ja, viel Geld kriegt man nicht auf dem Meer, wo man Fässer zerstört, aber so ein bisschen was. Ein bisschen was kriegt man schon. Offene See. Versuchen wir es mal. Können wir uns vielleicht zumindest rote Beete heute sammeln und mal das, die eine Quest zu Ende machen. Wäre vielleicht ein gutes Ziel. Nur Stein. Nur Holz. Geld. Jetzt haben wir 8 Münzen. Eine Münze. Pro Fass. Da müssen wir einige Fässer durchfahren. Ich schätze mal so. Rote Beete können schon 20, 30 kosten. Dann müssen wir ein bisschen für sparen. Die Schulden kriegen wir sowieso nicht zurückgezahlt. Das ist, ja. Wie viel müssen wir hier bezahlen? Ach, können wir gerade nicht. Oh, unser Tank ist fast alle. Wir müssten vielleicht mal zur Quelle fahren. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Rüber nach Quelis. Können wir auf dem Marktplatz gerade mal gucken, wie die Preise aussehen. Können wir das dann kaufen. Oh. Ja. Stein. Holz. Was passiert denn eigentlich, wenn der Tank alles wäre? Wir dann mitten auf der hohen See stehen, oder? Was passiert denn mit uns? Können wir das Spiel dann neu starten? The game is so much fun. Don't you think I have a good game? Knife. AT. Okay, eine Krampfpost. Oh, und eine Rakete. Die ist doch bestimmt feucht. Die Rakete. Der Sprengstoff ist doch feucht. Du kannst nicht mehr zünden. Aber ist auch, glaube ich, eine Quest. Dass wir nochmal Raketenkörper einsammeln. Die nochmal mit den Krabben sprechen. Du hast keinen Treibstoff mehr, such besser eine Mahana-Quelle auf. Ja, ich will ja nach Quelis. In Quelis gab es, glaube ich, eine.
Heimatinsel, auch gut. Dann müssen wir zur Insel schwimmen. Können wir ja mal ausprobieren. Können wir hier anlegen? Hier sind wir ja am Strand. Können wir dann mal hier einmal raushüpfen zur anderen Seite. Mal an den Strand schwimmen. Ich glaube, so lange können wir nicht schwimmen. Wenn eine bestimmte, ja, eine bestimmte Schwimmbeständigkeit, dann versinken wir hier. Aber rein theoretisch ist das natürlich möglich. Na. Ein Steg. Ja, theoretisch, das macht man. Natürlich nicht, wenn wir mitten auf dem Ozean sind. Das ist dann natürlich, sind wir dann lost. Lost und sie. Na, Papa steht schon dort. So, auf zu können. Ich muss gerade mal ein bisschen was schnabulieren. Apple. Sehr gut. Kirschen schon gewachsen. Wie sieht es aus, meine Kirschbäume? Sieht nicht gut aus. Die Kirschen können wir zumindest pflanzen. Das ist eine gute Sache. Können wir neue Kirschbäume pflanzen. Wenigstens die Baumfrüchte. Wenigstens die. Pinienkern. Jo. Ich grabe ich gerade mal nicht ab. Ich brauche nur den Tank. Sehr gut, alter Tank aufgefüllt. Wir müssen auch noch irgendwann Perlen besorgen. Ja, das Spiel hat noch einiges. Hält noch einiges bereit für uns. Ja, da bin ich mal gespannt, was noch so alles kommen wird hier. Ob wir jetzt hier viele Parts lang. Einfach hier ewige Parts lang übers Meer paddeln und nicht fertig werden. Oh, ja, hier. Nice. Rotflossenfels. Brauchten wir da nicht irgendwie für irgendeine Quest Fische? Einer wollte doch Fische haben. Fische. Wels und Zander. Tja. Wir haben einen Wels. Ein Wels. Eine Rotflossen. Wels. Oder wie der hier ist. Ist aber wahrscheinlich nicht der richtige. So. Die Möwen sind zurück. So, auf nach Queen ist schon mal nach den Preisen. Tank ist jetzt wieder voll. Tank, danke schön. Ich genehmige mir mal einen Schluck. Kannst du so, ja, ich weiß, ich weiß. Hast du mir schon zigmal gesagt, die Karte kann ich öffnen. Da sehen wir einen Leuchtturm. Rote Beete brauchst du noch für den Rezept. Okay, schauen wir mal Rote Beete Rezept an. Machen wir erstmal das und dann Rote Beete und Zwiebeln brauchen wir noch. Ja, das wäre das Tollste, wo wir dort Samen kaufen könnten. Was kostet denn? Was kostet die Welt? Rotbeerensamen sind 30. Zwiebelsamen auch. Das heißt, 60 sollten wir sammeln. Müssen wir uns merken. 60 Münzen. Und dann können wir hier zumindest für die beiden Nahrungsquests genügend parat haben. Joa, gut, da sind wir ein Weilchen beschäftigt mit.
Boah, was machen wir denn da? Jetzt Ewigkeiten übers Meer schippern. Sehr schöne Reflexion übrigens. Gleich mal ein Screenshot gemacht. Wie das dicht sich, das ist sehr schön animiert. Wie das dicht sich, ist super echt, tut so ein Spiegel, das ist einfach, ist es schön. Als wäre es wirklich echt, als wäre die Sonne echt. Nur die selbst tut ihn strahlen. Such hier mal. Zack. Ich hoffe, die respawnen unendlich. Dann wäre das wirklich eine gute Einnahmequelle. Naja, eine gute nicht, aber eine Einnahmequelle. Irgendwie, ja, irgendwie kriegen wir da schon was hin. In jedem siebten Fasten Geldstück. Mal schlafen. So, rückwärts. Was ist? Kram können wir mit dir nicht lesen. Dream Switch bind the seeds. They saw and from this earth they will ever grow. Kein Raketenkörper. Schade. Kein Geld. Holz. Da hinten leuchtet's. Holz, Holz, Holz. Ich schipper hier ein bisschen rum. Und mache ein bisschen Schatzsuche. Wo wir hier sowieso schon beschäftigt sind. Mit Holz und Stein sammeln. Und ab und zu auch ein bisschen Geld. Kann ich vielleicht ein paar Fragen vorlesen und beantworten. Okay. Na Papa, mit diesem Boot kommen wir nicht weiter. Was? Ach so, ganz erreicht. Aha. Ohne die Karte kommst du nicht weiter, meinst du? Die muss ja auch mal ein bisschen stören, damit wir was sehen hier. Die Maus immer mal bewegen. Was nun? Offene See. Kannst du zurück? Ja. Zurück. Ask.fm. Schauen wir mal, was es da für tolle Fragen gibt. Kann ich da mal ein bisschen auf blöde Fragen antworten? Eiseninsel. Was es wohl hier gibt. 9, 10. 10 Geld haben wir schon. Sind doch nur 50. Bis zur 60. Ja, sind doch gar nicht mehr so viel. Schon viel, aber nicht mehr so viel. Mal eben gerade die Fragen öffnen. Wie viele Stunden am Tag verbringst du im Internet? Es wäre, glaube ich, leicht zu antworten, wie viel Zeit ich nicht im Internet verbringe. Das ist, wenn ich hier gerade. Ja. Wenn ich hier gerade an meinen freien Tagen hier, wenn ich hier. Ich bin doch gerade arbeitslos. Wisst ihr doch. Ich nehme hier viel auf, ich lade viele Videos hoch und. Ja, es ist. An manchen Tagen. Bin natürlich auch ab und zu mal draußen, ja seltener, aber ab und an doch. Kommt mal vor, ist doch mal ein bisschen spazieren gehe. Ja, ich stehe auch erst, stehe dann manchmal erst, ja, manchmal stehe ich schon um 10 auf, manchmal 11, manchmal 12, manchmal 14 Uhr, ja, wenn man freie Zeit hat. Kann man das ja machen. Kein Frühstück, also sagen wir mal, ich stehe um 11 auf. Mal Frühstück, dann bequem wach werden.
ab 12 rum die ersten Parts von der letzten, vom letzten Abend noch. Habe ich am Abend davor was aufgenommen. Die Parts zusammenschneiden und veröffentlichen. Ja, veröffentlichen nicht, aber hochladen. Okay, den haben wir schon gelesen. Und dann die ersten Videos hochladen, schneiden und so weiter. Dann ist es meistens auch schon 14 Uhr. Ja. Dann geht's weiter. Neue Videos aufnehmen. Saman Mara aufnehmen. Oder was anderes. Videos aufnehmen, Videos schneiden. Dann ab 16, 17 Uhr dann manchmal. Manchmal, wenn ich Bock habe, noch ein bisschen spazieren gehen, rausgehen, so ein bisschen, ja, aus der Bude rauskommen. 18 Uhr sind dann, am Wochenende ist 18 Uhr streamen. Ja, ansonsten weiter aufnehmen. Und wenn nicht, wenn ich nicht aufnehme und nicht Videos hochlade, ja, YouTube-Videos gucken. Ich gucke auch gerne meine Abo-Box alle. Ich gucke dann gerne meine Abo-Box. Ja, so ist es. Magst du den Geruch von Fichten, ist die nächste Frage. Geruch von Fichten. Ja, hab lange keine Fichte mehr gerochen. Hat mich jetzt nicht so sehr zu den Fichten hingezogen. Fichten. Also bei mir hier in der Gegend gibt es, glaube ich, keine Fichten. Nicht, dass ich wüsste. Und dann ist Laubblätter. Fichten sind doch diese. Sind doch diese Nadeltannen, oder? Nicht Tannen, sondern. Ja. Ja. Zwergy Brain. Fichten sind doch diese Tannen, ja. Nee, aber diese ständig grünen Dinger. Ihr wisst schon. Fichtenbuch. Ja, ich weiß nicht. So Naturgerüche. Da habe ich nichts dagegen, aber stehen tue ich nicht drauf. Ah, der Pirat ist wieder da. Können wir mit dem mal reden? Ich meine, der wird uns nicht weiterhelfen können, aber hau die Pirat. Können wir entern? Boot entern. Offene See. Tja, scheinbar nicht. Wann gehst du auf? Weil ich aus dem Internet mich auslogge. Ausloggen. Tut mir ja nicht. Wann ich oft gehe. Nachts. Manchmal sitze ich noch spät bis zwei oder drei. Halb drei, also manchmal jetzt, wo ich spät aufbleiben kann. Bis halb drei noch am Video schneiden. Das ist ja. Mein Tag beginnt um 12 und endet um 3. So ungefähr. Na komm, Geld, kein Holz. Ich habe jetzt hier bald alles leer gefischt. Ach, jetzt bin ich hier zurückgefahren. Lieblingsband, das habe ich glaube ich schon mal beantwortet. Dann dürft Arnor. Die Fragen habe ich glaube ich schon beantwortet, habe ich keine. Was machst du beruflich? Momentan bin ich arbeitslos. Das ist auch bekannt. Wer die Podcasts hört, dem sollte das sowieso bekannt sein. 15, 16. Ja, 17. Ja, das muss wohl oft genug ein bisschen, wenn es wirklich sich dauerhaft erneuert. Diese Fässer kann man es hinkriegen. 30 kriegen wir voll. Ist mühsam, aber man kriegt's hin. Was ist der Unterschied zwischen einer Frauenfreundschaft und einer Männerfreundschaft? Da fragst du mich. Tja, seltsame Geräusche mit der Lippen mach. Tja, Frauen- und Männerfreundschaft. Da fragst du mich, der keine Freunde hat.
Ich sehe da keinen Unterschied. Ich meine, ich finde, man kann mit Frauen genauso befreundet sein wie mit Männern. Das ist da hängt das Geschlecht doch nicht von ab. Da hängt die Persönlichkeit manchmal von ab. Da kann es Unterschiede geben. Geschlecht, Frauenfreundschaft, Frau zu Frau, Mann zu Mann, Frau zu Mann. Es ist ja divers. Es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Mir war das so herzen, war das immer schon herzlich egal mit den Geschlechtern und so weiter. Das ist. Ja, kann man vielleicht sich auch überlegen. Vielleicht bin ich auch gar nicht tolerant, sondern einfach nur, mir ist es einfach nur egal. Es ist. Mir schnuppe wie, was für eine Hautfarbe, was du für ein Geschlecht, was du für ein Aussehen oder sowas hast. Es ist mir wirklich scheißegal. Oder deine sexuelle Vorlieben oder so weiter, das ist gegen mich nichts anderes. Hab ich keinen Bock drauf. Juckt mich einfach nicht. Schon 21, nice. Wir kriegen das Geld. Der Tank ist aber auch bald wieder alle. Sind wir eine Weile schon rumgeschippert hier. Nicht so schönes Wetter hier. Können wir dann schon die rote Beete kaufen und dann pflanzen. Das ist ja hier wirklich kriminell mit den Sachen, die hier verkauft werden. Dass du dir wirklich die Samen kaufen musst. Das könnte man auch wirklich so machen. Also jetzt mal ganz im Ernst, Wild. Kennst du auch hier. Dass deine Karotte, wenn du pflückst. Eine Karotte jetzt ist ein schlechtes Beispiel, war. Wenn du eine Wassermelone erntest, dann kannst du dir, oder wenn du Kürbis erntest, kannst du die Kürbiskerne mal wieder einpflanzen, oder? Ist doch nicht so schlimm, oder? Da kann man doch. Das kann man doch machen. Manche Früchte kann man doch wieder einpflanzen. Kartoffeln zum Beispiel. Wenn man die nicht anpflanzen können, ist mir auch ein Rätsel. Wenn wir keine Kartoffeln anpflanzen können, erklärt mir das mal einer. Gut. Kannst du gut kochen? Absolut nicht. Ich kann absolut nicht kochen. Es ist. Ich gehe immer futtern. Tiefkühlpizza, Nudeln. Ja, Nudeln kann ich kochen, das kann ich. Nudeln und Steaktaschen, so Maultaschen. Das kann ich, das. Alles andere, außer Nudeln. Ich hab's mal ab und zu mal versucht. Ich habe schon also Spiegelei, Rührei mit Spinat. Ja, am liebsten ohne Spinat. Ja, ich bin nicht der großartige Koch. Fress fertig, Fraß. Fertig Rezepte, die du nur noch in den Ofen stecken musst. Und fertig. Fertig ist der Nack. Was im Leben liebst du am meisten? Weiß ich gar nicht. Was liebe ich denn am meisten? Gaming liebe ich sehr. Ich liebe es, Spiele zu spielen. Und andere Leute zu unterhalten. Genau das. Ja. Videospiele liebe ich. Sie mit euch gemeinsam zu spielen. Das mache ich wirklich leidenschaftlich gern. Das ist mein größtes Hobby. Ja. Einfach die Take in der Hand. Ich sehe, du antwortest nicht jedem. Nein, ich antworte nicht jedem. Wenn du mir eine gute Frage stellst, beantworte ich sie dir mal. Manchmal auf ask.fm, da habe ich, das ist, ja, manchmal sind es da Fragen drin. Die meisten beantworte ich einfach im Text, aber ja, ehrlich, das sind manchmal Fragen, da weiß ich genau, wie ich das als Text formulieren soll. Ja, manchmal beantworte ich sie hier im Video. Ich weiß nicht, meine Fragen sind wirklich. Ja, ich lese ja jetzt hier vor. Einige lese ich hier dort vor.
Einige lassen sich auch bewusst aus. Would you rather be a lonely genius or a sociable idiot? Auf Englisch. Also würdest du lieber ein alleine, also ein einsamer Genie sein oder ein soziales Arschloch, nicht Arschloch, sondern Idiot. Also ein, der Idiot kann man auch als Arschloch, kann man auch als Beleidigung nehmen, übersetzen. Also ein dummer Typ mit vielen Leuten oder ganz alleine und genial. Also Freundschaft oder Intelligenz, wenn man so will. Ach, schön. Hübsches Bildchen. Paar Screenshots machen. Das sieht doch hübsch aus. Also Freundschaft oder Wissen. Achso, die Grenze. Hier ist die Grenze. Ich weiß gar nicht. Wissen. Wissen vielleicht eher, ja. Ich bin nicht so der sozialste Typ. Ich brauche auch keine Freunde. Bin gerne alleine. Ja, es gibt manche Leute, die mögen es alleine zu sein. Ich habe meine 2-3 Freunde. Ich habe doch den 4-5 Discord. Ja, ich bin nicht so, ich habe aus dem 4-5 Discord keine Freunde. Bin nicht wie ich bin. Es ist, also bin ich lieber ein kluger Typ und alleine als ein dummer Typ mit vielen Leuten. Ja, das ist so. Mögt ihr jetzt seltsam finden, aber ja, natürlich hätte man schon manchmal gerne Gesellschaft, aber ja, ich mag's, wenn ich in Ruhe hier meine Games spielen kann und hier meine Games zocken kann. Manchmal mit einem 4-5 Discord gemeinsam mit meinen 2-3 Leuten. Ja, ansonsten habe ich nichts dagegen, alleine in Ruhe zu sein und so ein bisschen. Ja. Nennt mich asozial, aber. Also asozial in dem Sinne, das ist ja nicht sozial. Im eigentlichen Wortsinne. Müssen die mal schlafen. Puh, was haben wir hier noch für eine Frage? Dumme Frage. Verrätst du mir, wovon du träumst? Das willst du gar nicht wissen. Man sollte niemals Fragen stellen, auf die man keine Antwort haben will. Das willst du wirklich nicht wissen. Worüber ich nachts träume, das ist. Lass mal gut sein, das ist. Nee. Glaub mir. Das erzähl ich dir lieber nicht. Nicht öffentlich hier im Video. Das willst du nicht wissen. Ich bin hobbymäßiger Buchautor. Ich schreibe so meine Geschichten privat. Das ist einiges fließt davon da rein, aber auch nur das Öffentlichkeitsfähige. Also meine Kreativität. Lass ich im Traum aus, und ich habe, die wird von mir behaupten, dass ich genug Kreativität habe, um mir einiges vorzustellen. Ja, ich halte lieber den Mund. Batman vs. Superman, auf welcher Seite stehst du? Immer Batman. Ich war schon immer Batman. Das ist immer, obwohl, sind beide DC, oder? Ja. Obwohl, wenn es DC vs. Marvel geht, bin ich mir gar nicht sicher. Ich finde beides toll. Psst. Das darf man nicht so öffentlich nicht sagen. Aber
finde beides gut. Ich mag die Batman-Stories, die Geschichten von Bruce Wayne. Ja, eigentlich Marvel. Das ist meine großer Batman. Gucke ich im DC eigentlich nicht so viel. Wenn ich mich auf was beschränken. Wenn ich auf was beschränken müsste. Marvel, ja, das ist jetzt vieles. Ich meine, der Black Panther. Dann haben wir noch Iron Man, Spider-Man. Es ist. Ja, komm, DC. Quatsch, nee, nicht DC, sondern Marvel. Ich würde nicht sagen, hat die cooleren Helden. Wenn es um die Helden geht, weiß ich nicht. Ja. Finde ich eigentlich alle cool. Aber da, wenn es um die Filme geht, also um die Filme, da hat Marvel schon, muss man ehrlich sagen, da hat Marvel was geleistet, hat schon was vorgelegt. Also das ist, kann man nicht ganz. Kann man nicht abstreiten. Das ist Sache, nachdem wir jetzt hier schon ewig rumgeschippert sind. 32 schon. Zurück nach Quelis. Welchen Rat würdest du der jüngeren Generation geben? Welchen Rat würdest du der jüngeren Generation geben? Sprechen lernen. Ja. Lernt sprechen. Bevor ihr mit YouTube anfangt, lernt sprechen. Ist besser so. Nee, Spaß beiseite. Ja, was für die jüngere Generation. Ich bin noch nicht so alt. Bin selbst noch. Naja, die jüngere Generation. Bin auch schon 22. Den ganz jungen, was würde ich so den 10, 12-Jährigen, die jetzt so weit sind. Puh. Ist eine schwere Sache. Das fragt sich so einfach. Ja, glaubt an euch selbst. Das könnte man vielleicht sagen. Der Glaube an sich selbst. Lasst euch von niemandem vorschreiben, was ihr zu tun oder zu lassen habt. Das macht euren Krams. Nee, ich gebe jetzt kein Geld dafür aus, nach Quelis zurückzukommen. Ich fahre jetzt selbst hin. Ich finde den Weg. Ja, dass das Selbstvertrauen haben, das ist das Wichtigste, dass man auf seinen Wünschen, dass man da ja nicht verharrt, aber so ein bisschen, ja, gerade bei Sachen, was du kannst, was du selbst kannst, das weißt nur du selbst, also dass du da, lass dir von keinem einreden, dass du, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, ja, weiß ich nicht, aber gerade beim Können. Wenn du meinst, du kannst das, dann mach es. Ja, lass dir nicht von Erwachsenen oder von Eltern sagen, dass du unfähig dazu bist. Probier es einfach aus. Ja, ausprobieren ist das Wichtigste. So ein ja, jetzt gerade das würde ich. Wie ist das der jüngeren Generation raten? Probiert euch aus. Ich habe mich als Kind viel zu wenig ausprobiert. Ich bin war immer der Brave. Immer der wird das brave Kind, der brave Junge, der mal auf alles gehört hat und sich nicht. Ja, ich habe auch Quatsch gemacht, aber war doch vergleichsmäßig. Gleichmäßig war ich ein braves Kind. Ganz im Ernst. Ihr könnt mal ein bisschen, das ist ja rebelliert. Das würde ich raten. Einfach mal ein bisschen rebellieren, einfach mal ein bisschen unartig sein, mal so ein bisschen was ja ausprobieren, habe ich ja schon gesagt. Sachen ausprobieren, so mal ein bisschen. Man muss. Gerade als Kind dürfte das noch, später als Erwachsener
müsste da vorsichtig sein als Kind. Also gerade im Alter von 10, 9, 10 Jahren, 10, 12, Pubertät dann so in dem Alter, ab 12, ab 13. Probiert euch aus, macht, also seid ihr nicht zu lieb, nicht zu brav, das ist, es ist, ja. Ich meine damit jetzt nicht, ihr sollt hier Häuser anzünden und brandstiften gehen oder so, sondern ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Jetzt nicht gegen Gesetze verstoßen, das ist jetzt auch nicht. Das ist nicht die schönste Sache, aber. Ihr könnt auch mal den Erwachsenen widersprechen und mal ein bisschen gegen den Strich gehen und mal so ein bisschen, ja, rebellieren. Das ist der richtige Begriff. Rebellion wagen. Geht's zu Fridays for Future und reden und steht für eure Rechte ein. Demonstrieren gehen. Das ist richtig. Das ist so Zwiebel oder rote Beete. Ich würde das mal rote Beete sagen, oder? Obwohl Zwiebelsamen, haben wir das erstmal. Haben wir das erstmal gemacht. Zwiebelsamen, Zwiebel anpflanzen. Damit wir erstmal dem armen Koch hier helfen. Wo war das? Die Quest erstmal haben. Ja, die braucht Zwiebeln. Jo. Das finde ich sowieso sehr gut. Also das ist Fridays for Future, kann ich nur unterstützen. Bin ich noch nie selbst hingegangen. Weil es mich selbst nicht juckt. Ja, es juckt mich schon, aber es juckt mich nicht so sehr, dass ich dafür auf die Straße gehen würde. Aber ich unterstütze es insofern, dass ich da sage, geht auf die Straße, Kinder. Also, wenn euch ein Thema generell, ich gehe nicht so gerne demonstrieren, weil ich nicht so gerne unter Menschen bin. Ich bin halt, ich mag es nicht, mit anderen Menschen auf einem Raum zu sein. Auf einem Raum sowieso nicht, aber auf dem Platz, also so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Platzangst. Also nicht Klaustrophobie, sondern Platzangst. Klaustrophobie ist ja in engen Räumen zu sein, Angst davor zu haben, und Platzangst ist das, auf einem großen, weiten Platz mit vielen Menschen zu sein. Diese Angst habe ich, so ein bisschen Platzangst, ein bisschen mit vielen Menschen echt eng angedrängt, deshalb vermeide ich es da doch ein bisschen. Aber wenn euch ein Thema juckt, also Umweltschutz zum Beispiel, ist das größte, aktuellste Thema. Zum Beispiel das. Wehrt euch dagegen, wehrt euch das. Gerade ist es, was die erwachsenen Politiker da gegen euch tun, was da ist, da auf die Straße gehen, laut sein und mal. Das ist richtig. Genauso. Ach, jetzt habe ich kein Dünger drauf gemacht. Na ja, toll. Können wir es jetzt noch nachträglich? Bestimmt. Ja, sehr gut. Ja, hier noch das Düngen, obwohl es nichts bringt. Ja, unterstütze ich sehr. Auch generell gegen die Erwachsenen zu rebellieren, dann wird es euch verzeihen. Dürft auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen. So mal ein bisschen sagen, jetzt ist jetzt hier. Jetzt will ich mal, dass ihr mir zuhört. Das ist jetzt, habe ich hier, ich habe eine eigene Meinung. Jetzt rede ich. Lecker Fisch. Haben wir hoffentlich nichts verbraucht, was wir für eine Quest brauchen. Das wäre jetzt sehr schlimm. Okay, da haben wir noch den Oktopus. Zwiebel. Ja, Rote Beete. Ich mache auf Screen noch ein bisschen rumschippern. Und am nächsten Part ernten wir hier die Zwiebel und erfüllen schon mal die Quest hier. Ich glaube, ich mache eine Aufnahmepause. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier aufnehme. Irgendwie. Ja, ich habe eine lange Zeit Fragen beantwortet. Das wird hier schon. Wird schon ein Weilchen sein. Mal schauen, wie ich das hier zusammenschneide.
wie ich das zusammenschneiden kann. Ja, ich mache erstmal eine Aufnahmepause, mal schauen, wie es dann weitergeht. Bis bald. Ciao, ciao. Ich mache mich vom Acker. Ja, drück mich nach oben, Abo da lassen. Ihr wisst Bescheid. Bis dann.